So, das Soundmodul ist jetzt auch fertig. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Sounds und wie es funktioniert. Also hier ist erstmal das Soundmodul. Also hier ist der Lautsprecher, hier kommt noch eine Schallbox drüber und ich baue da hinten auch noch einen Verstärker hin, daneben, auf die linke Seite dahin, der das 1 Watt Signal so auf 10 Watt verstärkt, weil das ist ein bisschen leise. Aber ich kann euch jetzt mal die Sounds zeigen. Ist jetzt noch nicht vorbei, jetzt ist erstmal einfach. Also das ist jetzt nicht bei allen so, ich zeige euch nochmal hier ein paar. Das sind so die Schemen erstmal. Das läuft jetzt immer noch, das ist nur eine Minute Pause, weil das ist die Aufenthaltszeit und dann kommt das auch noch mit Türen schließen und so weiter. Das hört er jetzt gleich. Können wir noch mal hier was anderes, also das war jetzt Eurocity, das gleiche gibt es nochmal als IC und als Regionalbahn, Regionalexpress, alles mögliche halt. Berliner Express, Glasier Express, alles haben wir hier. 7 können wir mal machen, das ist nämlich Verspätung. Hallo? Das zum Beispiel und ja, wir wollen jetzt nicht alle machen, dann sitzen wir hier 5 Stunden. Eins noch. Achtung an die Gleisen, Einfahrt des Sonderzugs. Jetzt habt ihr mal so probeweise ein paar gehört. Gedacht habe ich mir das folgendermaßen, wenn du halt den Zug einfährst, dann kannst du sowas aktivieren, zurzeit wieder nur hier über den PC und hier mit den seriellen Schnittstellen.
Das wird aber noch umgebaut mit einem Digitaldecoder, dass ich dann über die Weichenadresse das machen kann, wegen der Weichenadresse 115. Und dann, dass ich dann was machen kann, also direkt über das Digitalsystem. Und wenn der Verstärker noch da ist, dann ist das auch lauter und dann hört man das auch, wenn die Lok Sound dann haben, weil das ist jetzt so leise, das hört man nämlich dann gar nicht.